Um Oberflächen zu untersuchen, benötigen wir oberflächensensitive Messmethoden. Wir wollen heute Photonen und Elektronen als oberflächensensitive Sonden diskutieren. Etwas Grundlegendes zu Photonen. Photonen oder Lichtquanten sind gekennzeichnet durch eine Frequenz μ oder einer Wellenlänge Lambda. Beide hängen in einfacher Weise zusammen über die Geschwindigkeit c. Während die Frequenz eine Konstante ist, ist die Lichtgeschwindigkeit und die Wellenlänge vom Medium abhängig. In einem Medium ist Licht langsamer und hat entsprechend dann auch eine kleinere Wellenlänge als im Vakuum. Wir können die Energie eines Photons nach Planck ausrechnen mit der Planck'schen Konstante h multipliziert mit der Frequenz. Wir können auch statt der Wellenlänge die Wellenzahl angeben. Das entspricht der Anzahl der Wellenzüge pro Zentimeter. Wir haben Licht in ganz unterschiedlichen Energiestufen vorliegen. Das klassische sichtbare Licht hat eine Wellenlänge von etwa 400 bis 650 Nanometer, 400 blau, 650 rot. An die rote Seite schließt sich Infrarotstrahlung, IR-Strahlung an und daran schließt sich dann Mikrowellenstrahlung und Radiowellenstrahlung an. An die blaue Seite, die energiereiche Seite, schließt sich UV, Ultraviolettstrahlung an und Röntgenstrahlung und Gammastrahlung folgen. Von dem Licht, was von der Sonne auf die Erde fällt, gelangen nur zwei Regionen auf den Erdboden. Es ist einmal das optische Fenster, eben blau bis rot, und das Radiofenster. Sowohl UV-Strahlen als auch Gammastrahlen, also auch Mikrowellen, werden in der Atmosphäre absorbiert. Photonen kann man auf verschiedene Art und Weisen erzeugen. Der sogenannte schwarze Körper erzeugt ein ganzes Spektrum von Photonen, hat ein kontinuierliches Emissionsspektrum, welches nach Planck berechnet werden kann und dessen Maximum von der Temperatur des schwarzen Körpers abhängt. Die Sonne zum Beispiel hat eine Temperatur von 5500 Kelvin und hat entsprechend ein Maximum in ihrem Emissionsspektrum um die 500 Nanometer. Wenn wir die Temperatur des schwarzen Strahlers herunterfahren, wird zum einen die Farbe des Lichtes immer mehr nach Rot verschoben, zum anderen geht die Intensität der emittierten Strahlung ebenfalls zurück nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das Spektrum von der Sonne ist zwar kontinuierlich, dennoch finden sich gewisse dunkle Bereiche in diesem Spektrum. Das sind die sogenannten Fraunhofer-Linien. Diese rühren daher, dass bestimmte schmale Linien absorbiert werden von Elementen, die sich wirklich zwischen der Sonne und der Erde befinden. Diese Absorption von ganz speziellen Wellenlängen durch Elemente oder auch die Emission von ganz bestimmten Wellenlängen durch Elemente ist mit dem Begriff Linienspektrum verknüpft. Wenn wir zum Beispiel Quecksilberdampf untersuchen, dann ist das Licht, was dieser Dampf emittiert, aus nur ganz bestimmten Farben aufgebaut. Im sichtbaren Bereich etwa 4 Photonen, die hier auftreten. Man erklärt sich dies so, dass die Photonen erzeugt werden durch Übergänge von Elektronen von einer Bahn auf die andere. Da es nur bestimmte Bahnen gibt, gibt es eben auch nur bestimmte Überhänge, gibt es auch nur bestimmte Farben, die dazu passen. Sehr bekannt ist das Linienspektrum vom Natrium. Natrium hat in der dritten Schale nur ein Elektron. Dieses Elektron kann
vom 3s in das 3p-Orbital angeregt werden. Wenn das Elektron wieder nach 3s zurückfällt, wird eine ganz bestimmte Wellenlänge, nämlich 589 Nanometer, emittiert. Das ist das bekannte gelbe Natriumlicht. Diese Wellenlänge kann auch absorbiert werden. Die Absorption kann genutzt werden, um analytische Untersuchungen durchzuführen. Um Röntgenphotonen herzustellen, gehen wir so vor, dass wir Elektronen stark beschleunigen und dann abbremsen, indem wir sie auf ein Anodenmaterial auftreffen lassen. Das Ganze passiert in einer evakuierten Röntgenröhre. Die Elektronen, die auf das Anodenmaterial prallen, sind so energiereich, dass sie Elektronen aus den inneren Schalen des Anodenmaterials herausschlagen können. Es folgt eine Lücke in einer dieser inneren Schalen und ein weiteres Elektron des Anodenmaterials aus einer etwas weiter äußeren Schale kann auf diese innere Schale zurückfallen. Dabei wird hochenergetische Strahlung emittiert, nämlich Röntgenstrahlung. Genauer, charakteristische Röntgenstrahlung. Man kategorisiert diese Strahlung, indem man die Schalenbezeichnung angibt, aus der das Elektron herausgeschleudert wurde, und mit einem griechischen Buchstaben weiterhin angibt, welches Elektron auf diese Schale zurückfällt. Energie der Röntgenstrahlung lässt sich leicht errechnen, indem wir die Energieunterschiede der beiden beteiligten Orbitale ermitteln. Ein Konkurrenzeffekt zum Röntgeneffekt ist der Auger-Meitner-Effekt. Hier haben wir die gleiche Situation wie vorhin. Wir haben aus der inneren Schale ein Elektron herausgeschleudert. Ein Elektron aus einer höheren Schale rückt nach. Aber statt dass diese Röntgenstrahlung emittiert wird, die zunächst entsteht, wird sie wieder absorbiert im selben Atom von einem Elektron, und dieses Elektron wird dann emittiert als Auger-Meitner-Elektron. Wir haben hier drei Orbitale, die involviert sind. Einmal das Orbital, aus dem ein Elektron herausgeschlagen wurde, das Orbital, aus dem ein Elektron nachrückt, und das dritte Orbital, aus dem das Auger-Elektron stammt. Bei Atomen mit geringen Ordnungszahlen überwiegt der Auger-Effekt. Bei Atomen mit hohen Ordnungszahlen überwiegt der Röntgeneffekt. Etwa bei Ordnungszahl 30 halten sich beide Effekte die Waage. Hier haben wir das Auger-Spektrum einer Kupferprobe. Wir sehen, dass auf dieser Kupferprobe offensichtlich eine gewisse Menge Stickstoff vorhanden ist, denn wir sehen die typische Energie eines Stickstoff-KLL-Auger-Übergangs. Die Energien der verschiedensten Röntgenstrahlen sind tabelliert, und wenn wir zum Beispiel eine Röntgenenergie von 1486,7 Elektronenvolt messen, dann wissen wir ganz klar, dass es sich hier nur um Aluminium handeln kann. Das ist der typische K-Alpha-Übergang von Aluminium. Entspricht einer Wellenlänge von 840 Pikometer. Wenn wir hingegen 1273,6 Elektronenvolt messen, entsprechend einer Wellenlänge von 991 Pikometer, dann haben wir es mit Magnesium zu tun. Neben dieser charakteristischen Strahlung emittiert eine Röntgenröhre auch noch kontinuierliche Strahlung, Bremsstrahlung, die darauf zurückzuführen ist, dass die Elektronen im Anodenmaterial abgebremst werden. Photonen können in verschiedener Art und Weise mit Materie wechselwirken. Die energiearmen Mikrowellenphotonen können zum Beispiel Rotationen der Moleküle anregen. Bekanntestes Beispiel ist Erwärmen von wasserhaltigen Speisen im Mikrowellenherd. Hier haben wir es mit Energien unter einem Kilojoule pro Mol zu tun. Infrarotstrahlung kann Schwingungen von Molekülen anregen.
Hier haben wir es mit Energien bis zu 100 kJ pro Mol zu tun. Sichtbare Strahlung und UV-Strahlung kann Elektronen anregen, Valenzelektronen anregen und dann verantwortlich sein für die Farbe von Stoffen. Und Röntgenstrahlung kann auch innere Elektronen anregen. Bezüglich der Menge der absorbierten Photonen gilt das Lambert-Beersche Gesetz. Wenn wir die Intensität der einfallenden Strahlung mit I0 kennzeichnen, die der transmittierten Strahlung mit I, dann ist der Logarithmus von I0 durch I, die sogenannte Extinktion, proportional der Konzentration der Lösung. Dieses Gesetz wird sehr häufig verwendet, um analytisch die Konzentration einer unbekannten Lösung zu vermessen. Um Röntgenlicht nachzuweisen, gibt es verschiedene Detektoren. Es gibt zum Beispiel Halbleiterdetektoren, die energiedispersiv arbeiten. Es gibt wellenlängendispersive Detektoren, die mit einem Kristallanalysator arbeiten und die verschiedenen Winkel abrastern. Letztere Methode ist deutlich empfindlicher.